Guten Morgen, Trader. Es ist Dienstag, wieder Zeit für einen Live-Blick in die Märkte heute im US-Dollar, Schweizer Franken, im US-Dollar, Japanischen Yen und Neuseeland-Dollar, US-Dollar auf der Uhr. Fragen natürlich wie immer gerne und damit herzlich willkommen. Zum Livestream hier bei uns über Facebook und auch GoToWebinar. Bevor wir hier ins Webinar hineinstarten, wie immer, der Risikohinweis, der ist obligatorisch, bitte auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das also zu diesem Punkt. Und danke auch für die guten Morgengrüße, Steffen, Elena. Georg, wir schauen jetzt gleich mal auf das, was die Nachrichten hier am heutigen Tage uns bringen. Wir hatten heute die Zinsentscheidung der Bank of Japan. Hier sehen wir oben auch geschrieben, da gab es keine Änderungen hier. Aktuell minus 0,10, also 0,1. Interessant wird sein. Was auf der Pressekonferenz gesagt wird, die Nachrichten zeigen uns an, die läuft gerade. Das heißt, hier sind dann genauso wie bei uns in Europa oder in den USA die Ohren immer ganz genau gespitzt. Was gibt es heute noch? Wir haben bekommen um 8 Uhr den GFK-Konsumklimaindex. Hier hat er die Prognose. Getroffen, Im letzten, beim letzten, bei der letzten Umfrage waren es 9,8. Aktuell hat die Prognose hier einen Wert von 9,7 erwartet und das ist es auch geworden. Also hier sehen wir auch weiterhin leichte Rückgänge, was hier der Konsumklimaindex in Deutschland angeht oder was diesen angeht. Was gibt es heute im weiteren Tagesverlauf noch? Wir haben hier um 14 Uhr den Verbraucherpreis in Deutschland aus den USA. Gibt es dann um 14.30 Uhr? die PCI-Kernrate, den Preisindex sozusagen, ähm, dann ein bisschen deflationäre Raten, die wir hier bekommen, persönliche Ausgaben, das ist ja auch immer wichtig, was geben denn die Bürger in den USA aus, weil die Wirtschaft ist ja hier äh, sehr, sehr wichtig, durch die Privatpersonen gestützt, genauso wie das hier bei uns in Deutschland ist. 16 Uhr, ein sehr, sehr wichtiger Fakt hier, das Conference Board Verbrauchervertrauen, deswegen hat das hier auch drei dieser Bullenköpfe bekommen, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das Verbrauchervertrauen. Es gibt dann auch um 16 Uhr noch die schwebenden Hausverkäufe und sehr, sehr spät am Abend dann einen kleinen Einblick Richtung Öl hier, den API Rohöl Lagerbestand, morgen gibt es ja die wichtigen großen, Wolfgang guten Morgen auch von meiner Seite das also zu ein paar wichtigen Daten für den heutigen Tag und damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in die live tickenden Charts an dieser Stelle, hier schauen wir zuerst einmal auf den Neuseeland Dollar, US Dollar ich sehe gerade hier fehlen auch wieder ein paar Linien aber das ist kein Problem, machen wir es einfach live. Diejenigen, die hier schon öfter zugucken, die wissen eigentlich schon genau, was jetzt kommt wir haben hier einen sehr sehr schönen aufwärtstrend den sehen wir schön am Laufen und was ist jetzt gekommen wir haben im Aufwärtstrend eine sehr sehr weit gelaufene korrektive Phase hier sehr sehr stark nach unten gelaufen das ganze auch in einem sehr sehr engen Trendkanal sieht man sehr sehr schön dann auch im Trend der Stunde das schauen wir uns in diesem Zusammenhang natürlich auch direkt mit an und da sehen wir schön diesen Abverkauf nach unten hin in die Korrektur hinein wie schon gesagt wir sind jetzt hier sehr sehr tief gelaufen. Das ist oft ein Zeichen, ist so ein bisschen was von schwächer ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt uns natürlich immer die Chancen rauszukommen, weil wenn wir uns mal diesen gesamten Trendverlauf hier anschauen, der hat immer tief korrigiert. Ne? Hier gab es die initiale Bewegung, die wurde tief rausgenommen, dann gab es die zweite äh, Bewegung, die diesen Trend gebildet hat, da kam jetzt viel oben raus nicht mehr und was ist dann passiert, die wurde auch relativ tief korrigiert. Das gleiche jetzt in der dritten Bewegung, auch relativ tiefe Korrektur. Wir sehen also, wir haben doch durchaus Chancen in diesem Trend hier aus der tiefen Korrektur nach oben hin zu traden. Was wichtig wäre in diesem Fall hier unten, dieser Bereich, der sollte natürlich nicht mehr rausgenommen werden, weil das wäre dann ein Bruch des Trends. Da brauchen wir uns also keine Gedanken mehr, um Long-Szenarien zu machen. Das heißt hier unten. Die Marke um das Preislevel hier von circa, naja, was haben wir hier unten stehen? Das Low war gewesen, das klemmt immer nicht ganz so genau dran bei 065667. Das ist das Tief hier unten drinnen, das ist das, was es zu halten gibt. Hier sind wir schön in die Korrektur reingelaufen und jetzt kommt das Interessante, worauf ich persönlich bei solchen Setups auch immer schaue. Ich handle ja gerne in Richtung bestehender Trends. Hier muss eine Umkehr kommen. Und sobald diese Umkehr kommt, das heißt sobald wir in der Stunde einen Aufwärtstrend sehen, haben wir die Umkehr aus der tiefen Korrektur heraus. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal in der Stunde an. Ich hatte es ja gesagt, die schöne Korrektur ist im Stundentrend schön auch nach unten gelaufen. Und hier unten sehen wir jetzt so erstmal so ein bisschen einhalten. Und das Level, was jetzt hier an dieser Stelle erst einmal im kleinen wichtig ist, wäre dieser Bereich hier oben. Den müssen wir rausnehmen. Und dann haben wir eine gute Chance, dass wir nach oben, nach oben weiterlaufen. Und richtig, was haben wir dann? Wir haben dann mit Sicherheit einen Trend umkehrt. Das heißt, wir haben einen Trend in der kleinen Zeiteinheit, der wieder in die Richtung der großen Zeiteinheit läuft. Und da müssen wir halt nach oben rausgehen. Das heißt, was wir hier dann definitiv brauchen, wäre erstmal hier ein Aufwärtstrend, der sich nach oben schiebt. Und sobald wir dieses Bild hier sehen, sind wir dabei, können wir nach oben schieben und das ist dann das, was interessant wird? Dann haben wir nämlich die Umkehr und Level, die dann interessant werden, sind zum einen im Kleinen erstmal natürlich hier dieser kurze Haltebereich, der da gewesen ist, ganz klar, aber im Mittelfristigen dann läuft es hier schon schön nach oben, so um so also wichtige Punkte, wichtige Marker sehen hier in der Stunde, hier und hier. Das sind doch schöne Anlauflevel, die wir hier immer wieder und gerne haben. Und dann hier übrigens noch ein kleiner ja, Bereich, der auch interessant ist, hier diese Stelle als dieses große Bild. Hier rausgenommen worden ist, war es ja hier oben noch Unterstützung, hier war es auch noch Unterstützung und dann ist er drunter gekracht. Also das ist der zwischenzeitliche Widerstand. Sobald wir hier oben drüber laufen, ist hier erstmal Nummer 1 als Visier und Nummer 2 dann selbstverständlich oben rein, hier oben drauf, das ist dann das Trend hoch und da schauen wir mal, ob wir da nicht landen, das sehen wir hier interessante chart an dieser Stelle im Neuseeland-Dollar US-Dollar, wir bleiben heute weiterhin noch ein bisschen im US-Dollar hier, US-Dollar Schweizer Franken, hatten wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal besprochen, als der Markt hier etwas sage ich mal, wieder nach unten gelaufen ist, aber wir sehen es selbst der Markt scheint aktuell wirklich nicht runter zu wollen. Wir hatten beim letzten Mal die, die Situation gesprochen, als wir hier unten diesen kleinen Bereich rausgenommen hatten. Also quasi diese Stelle hier, die haben wir unterschritten. Das heißt, diesen kleinen Aufwärtstrend, der hier nach oben gelaufen ist, den haben wir wieder gebrochen. Durch auch einen sichtbaren Trend an dieser Stelle. Nur was ist hier gekommen? Der Markt wollte halt nicht runter. Sondern hat hier um die 0,98, 0,38 das Tief gefunden. Hier leichter Boden, das ist aktuell auch ein leichter Support und läuft wieder hoch. Und hier haben wir jetzt natürlich die Chance, dieses Level hier oben rauszunehmen. Das heißt, hier das erste Schub hoch bei 0,99,513 oben drüber zu laufen. Hier haben wir ja vor zwei Handelstagen schon mal etwas oben dran geschnüffelt, also am Freitag. Jetzt wird es halt wichtig zu sehen, was der Markt hier macht. Kommt ein erneuter Abprall wäre das dann erst einmal nicht so schön, da müssen wir uns nach unten orientieren, da ist erst einmal das Tagestief hier vom Freitag interessant, um die Marke von 0,99, also dieses Tief hier unten an dieser Stelle, da ziehe ich mal eine Linie unten dran, also dieses hier, das wäre dann an dieser Stelle wirklich interessant, beziehungsweise dann den Trendverlauf etwas nach unten zu sehen und dann haben wir hier den nächsten Anlaufbereich mal an diesem Tief hier unten an dieser Tageskerze, das sind auch swinglos im Stundenchart. Schaffen wir es allerdings drüber zu bleiben, das heißt uns weiter innerhalb dieser Außenkerze zu bewegen, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit, dass wir hier nach oben streben könnten. Das heißt, Kurse über dem Tageshoch machen es opportun, dass wir tatsächlich diesen kleinen Widerstandsbereich nach oben rausnehmen. Dann bildet sich hier das, was ich blau skizziert habe, der Trend nach oben. Das heißt, wir haben dann einen validen Aufwärtstrend, der erstmal gegen diesen etwas größeren spricht. Der ist dann natürlich erstmal hier oben noch rauszunehmen, aber dieser Trend hat dann erst einmal die Chance hier oben reinzulaufen, also auf die Marke von ungefähr einen Schweizer Franken. Und wenn er das dann wuppt, ist das nächste Anlauflevel hier oben die Marke 1009. Das hier sehr, sehr gut, wenn der Markt tatsächlich bullisch reagiert. Und diesen Trend definitiv nach oben hin rausnimmt. Das sind Marker auf der Oberseite, Unterseite, wie schon gesagt, erst einmal abgesichert hier im Low bei 0,98, 0,38. Das ist die Marke, die es hier zählt, wenn man tatsächlich von oben nach unten kommen sollte. Aktuell gibt es dafür noch keine Anzeichen. Das sehen wir auch sehr, sehr schön im Stundentrend hier. Das ist die wichtige Marke. Ich mache es mal kurz etwas kleiner. Da sehen wir mal. Hier sehen wir schön den aufwärtstrendenden Markt. Hier unten haben wir das letzte Korrektur-Tief äh, so. In dem aufwärts gerichteten Stundentrend. Das ist jetzt hier etwas, das trendet so ein klein wenig nach unten. Das ist die korrektive Phase für diesen Schub hier in der Stunde. Und wie schon gesagt, wenn sich das wieder rumdreht, also das ist auch der Außenstab, dem wir auf Tagesbasis sehen, hier das Hoch, hier unten das Tief. Wenn wir hier rumdrehen und diesen schönen Trend fortsetzen, der hat dann das Potenzial, hier deutlich weiter nach oben zu laufen. Wie schon gesagt, hier. Das Ganze wegzubrechen und dann hier in die Tagesrichtung nach oben reinzugehen. Das heißt, schöne Chancen auf der Longseite wie auch auf der shortseite erneut im US-Dollar Schweizer Franken. Und damit blicken wir jetzt noch in den US-Dollar-Yen. Und hier sehen wir etwas, das haben wir in letzter Zeit schon zweimal gesehen. Naja, fast dreimal eigentlich, aber in dieser Konstellation, was hier interessant ist, zweimal und zwar. Hier oben liegt ein Deckel drauf, um die Marke von 187 zwischen 187 und 189. Also hier haben wir einen Schwankungsbereich. Hier oben ist ein Deckel drauf. Da habe ich diese rote Linie gezeichnet. Das heißt, wir haben hier aktuell eine Trading Range innerhalb dieser letzten Bewegung hier. Die Korrektur, die sich ausmacht, die will noch nicht so richtig hier oben drüber. Das heißt, diesen letzten Schub hier unten rausnehmen sondern prallt immer wieder oben ab. Auf der Unterseite hingegen sind wir begrenzt bei 107,100. In etwa hier der Spike-Lover bei 106,77, aber hier ist ein Boden drin, unten der Deckel drauf. Heißt also, wir haben hier eine wunderbare Möglichkeit, In-Range-Trading zu machen. Es ist ausladend genug. Wir haben genug Platz zum Traden. Das heißt, wir sehen hier oben wieder mal ein Schwächezeichen. Und das bietet sich jetzt sehr, sehr schön an, von oben nach unten zu traden. Das ist also der interessante Marker hier. Zwischendrin die Marke von 108 ungefähr. Ein Mittelpunkt zum Anlaufen. Wie schon gesagt, hier haben wir die Umkehr da. Der Markt dreht jetzt hier gerade live um. Und das ist unsere Chance, die wir haben, sobald sich das Bild hier nach unten fortsetzt. Geht es nach unten rein und Anlaufpunkte finden wir hier sehr, sehr schön, auch im kleinen Bereich. Das heißt, wer das im kleinen traden möchte, hat hier wirklich die Chance, gute Sachen zu sehen. Wir sehen es hier unten. Die Marke von ungefähr 108 wäre ein Anlaufpunkt. Dann selbstverständlich erst einmal hier oben. Da müssen wir auch drunter. Das ist hier die Marke von 108. 414 in etwa und dann geht es hier noch weiter nach unten. Hier nächster Anlaufpunkt im kleinen wäre dann hier dieses kleine Swing Low um die Marke von ca. 107, knapp 8, also hier in dieser Stelle, also hier in etwa ran. Das wäre hier was haben wir? 107, 7681 haben wir hier stehen. Das sind Marker auf der Unterseite, die wir schön im Stundentrend sehen. Und das ist jetzt ja wirklich interessant. Dieser Verlauf nach unten, der hat halt Potenzial. Und das, das Schöne. Kommt es nicht dazu, muss man das Ganze anders sehen. Aktuell scheint der Markt hier den Abprall zu spielen. Aber diejenigen, die sich ein wenig auch zur Oberseite orientieren möchten, müssen halt auch wissen: Wir haben hier oben schon ein ziemlich stark Widerstand liegen. Es ist nicht nur diese eine Latte hier um die 1089, sondern hier haben wir auch noch das Ausbruchslevel hier um diese Marke hier drüben in diesem Bereich, da hat sich ja der Trend fortgesetzt. Hier hat man Schwankungsbereich in dieser in dieser Breite, also hier oben um die 1091, 1092 in diesem Bereich in etwa, da haben wir schon den nächsten Widerstand liegen. Also, das ist gar nicht so leicht zu knacken. Nach oben hin haben wir zwar das ein oder andere auch liegen, nur das muss erstmal gewuppt werden und das ist momentan hier die große Frage, ob der Markt jetzt aktuell wirklich die Kraft findet, nach oben durchzugehen. Wenn er es macht, wie schon gesagt, müssen wir uns umorientieren und das wäre dann auch interessant, aus der Sicht zu sehen, dass wir dann einen neuen Aufwärtstrend haben. Ne? Also, wenn man das mal so sieht hier, wir sind ja das erste Mal oben reingelaufen, wir sind unten rangelaufen, wir haben hier ein höheres äh, Tief gemacht und wenn wir tatsächlich die Kraft finden, oben rauszulaufen, dann hätten wir halt hier einen Aufwärtstrend und der hat dann durchaus auch das Potenzial, ein Stück weit nach oben zu laufen, wenigstens mal hier oben rein in die 110, 60. 7.1, wo wir das Trend hoch hier in dieser, in dieser Reihe liegen haben, das wäre dann schon eine Möglichkeit. Aber noch sehen wir das Ganze hier nicht. Da muss der Markt wirklich ordentlich stärker aufbauen. Aktuell sehen wir eher, dass der Markt das spielt, was er hier drüben auch schon gespielt hat, nämlich den Weg nach unten und da können wir uns ja gut und gerne ein Stückchen von abschneiden. Das also die Handelsideen für den heutigen Tag, die ich hier angekündigt hatte. Eine Kleinigkeit äh, habe ich heute Morgen beim Check der Märkte noch gesehen. Es ist mal wieder eines meiner ja, schönsten Setups überhaupt hier wieder mal im Euro-Austral-Dollar. Den habe ich ja neulich hier auch schon vorgestellt, als wir hier drüben die Umkehr bekommen haben, beziehungsweise als sich hier dieser Boden geführt hat, sind wir schön nach oben gelaufen und wir sehen, das ganze schlängelt sich momentan so ein Stückchen oben rein und hier haben wir jetzt das erste Mal so eine leichte eine leichte Ermüdung an dieser Stelle das heißt hier das ist was für die Watchlist im Auge behalten wenn wir hier die Umkehr bekommen dann wird es Zeit, uns hier zu verabschieden aus der Korrektur und wieder den Blick nach unten zu nehmen. Wie schon gesagt, da deutet sich aktuell was an. Das ist sehr, sehr früh. Das ist was für die Watchlist. Ich lege es mir auf die Watchlist. Wenn es heute passt und die Umkehr auch kommt, besprechen wir hier den Chart morgen früh definitiv. Aber das wollte ich einfach mal mit reinbringen, damit man auch sehen kann, was aus so einem Wert, den man sich hinlegt, auch werden kann. Dass das manchmal auch ein paar Tage dauert, bis man hier gute Setups für die richtige Trendrichtung findet, wenn man so wie ich in Richtung des Trends traden möchte. Da braucht man ein bisschen Geduld. Interessant ist das allerdings. Das also hier noch zum Euro-Austral-Dollar. So, jetzt schaue ich mal noch in die Chats hinein. Fragen sehe ich momentan keine. Das heißt an dieser Stelle ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier am heutigen Dienstag. Danke für die Zeit und bis morgen. Morgen ist ja ein sehr sehr wichtiger Tag, da Tag die Fed. Mit ja, dem Zinsentscheid und der Pressekonferenz. Das wird eine gute Sache. Märkte bis dahin wahrscheinlich ein ja, bisschen unberechenbar. Bis hin zu Lethargie. Wird sich zeigen, was kommt. Aber morgen ist der wichtige Tag. Also, an dieser Stelle danke für die Zeit. Am Morgen hier um diese Zeit gute Trades. Gleich geht's los. Viertelstündchen noch. Bis dahin allen eine gute Zeit und für heute auch gute Trades. Tschüss.